ein wiederkehrendes Motiv, das ich nicht sehr mag. Ich auch nicht. Lass mich raten, du bleibst hier, um mir wieder den Rücken zu decken. Und du lässt dich wieder ausnocken, hä? Du hast es erfasst, Detective. Versuche diesmal nicht niedergeschlagen zu werden. Was ist das alles? Magica, Alistair Crowleys Handbuch zum populären Zauberspiel. Der knostige Leitfaden für Ghouls und Geister. Rituale für moderne Hexuale. Das sind alles illegale Okkultismusbücher. Das ist eine ziemlich hässliche Fundgrube. Warum wusste ich nichts von dem Zeug? Freiliegende Träte. Eine Ausgabe von Ridley's Casted or Not. Die ist bei Spirituosenbeschwören aufgeschlagen. Wenn ich es einfach schließe, klärt sich das ganze Durcheinander vielleicht von selbst. Autsch! Scheint durch diese fehlerhafte Verbreitung aufgeladen zu werden. Ich frage mich, wo die hinführen. Führen nach oben. Diese losen Drähte scheinen zum Dach zu führen. Ah, okay. Normale Bibliotheksgebühren. Gegenstand erhalten, Totenkopf. Die periodische Tabelle der geheimen magischen Elemente. Shelley! Mary Shelleys Frankenstein! Also, was machen Sie hier? Ja, gleich. Wie die Motte vom Licht, so werde ich von den unheimlichen Energien, die von diesem Buch ausgehen, angezogen. Ich mag gruselige Bücher und Elektrizität. Ich habe sogar Kerzen angezündet, um den Spukfaktor zu erhöhen. Schacht. Freiliegende Drähte. Nee, mehr gibt. Mehr glaube ich nicht. Ein kleines Loch, ich passe nicht durch, aber vielleicht kann ich etwas reinwerfen, um zu sehen, wo es landet. Na bestimmt dort, wo der Lüftungsschacht endet. Kann ich den Totenkopf reinschmeißen? Ich hoffe, das funktioniert. Rumpelipumpel. Mal schauen, wo er gelandet ist. Hoffentlich ohne Schaden zu verursachen. Oh, eine Baseballkappe. Was für ein seltsames Ding, um es hier zu finden. Also wir müssen aufs Dach, um hier die Sicherung zu kappen. Oder die Kabel. Die Kabellage, damit wir dort an das Buch rankommen. Sieht aus, als würde man von hier aus aufs Dach gelangt. Zum Glück verschlossen. Ich gehe... okay. Mal wieder der Guten in der Rezeption auf den Sack gehen. Hallo, Miss? Hä? Wo sind die? Achso, wir müssen ja auch gucken, wo der Totenschädel rausgekommen ist. Büroutensilien. Wo war denn gleich der Lüftungsschacht? Was soll all der Lärm? Ich kann mich nicht lesen hören. Also Kleiner, was weißt du über die andere Seite von diesem Abzug? Ich wollte das nicht machen. Was machen? Ich war einsam, also ging ich auf Erkundungstour. Da habe ich all diese tollen neuen Bücher gefunden. Aber das, was ich las, war gruselig und ich lief davon. Dann kamen die Geister, aber ich mag sie, weil ich jetzt neue Freunde habe. Sehen Sie, er ist ganz harmlos. Unruhestifter, sperrt ihn ein! In deinem Raum voller illegaler Bücher? Sagen wir einfach, beides hebt sich gegeneinander auf. Nur wenn ihr die Geister loswerdet und ihr ihn dazu bringt, sich gelegentlich auch mal woanders aufzuhalten. Er kann zu mir, zu den Blutwölfen kommen. Was? Blutwölfe?
Die Bürgermeisterin zahlte nicht mehr weiter die gute Tatsteuer, also mussten wir uns umbenennen. Ist das okay für dich, Kleiner? Sicher. Das ist großartig, aber zurück zur anstehenden Aufgabe. Wir müssen den Stromfluss ins Gebäude und in das Buch unterbrechen. Ihr müsst zu dem Blitzableiter auf dem Dach gelangen. Hier, nehmt den Schlüssel. Juli, wir gehen aufs Dach. Aber es regnet draußen. Ah, Wasser und Elektrizität könnte ein bisschen kompliziert werden. Im Nachhinein war das gefährlich. Zum Glück wurde niemand verletzt. Sie tollpatscht. Das hätte mich umbringen können. Ha, ha. Außer, dass sie schon tot sind. Polizeibrutalität, genau das ist es. Eins, drei, eins, zwei. Wo waren jetzt? Da war's. Dann los. Ich schätze, ich habe mich bereits vor einem Raum in diesem Fall gedrückt. Ich wusste, ich würde diese Karte zu früh ausspielen. Das hast du, Kumpel, das hast du. Noch mehr Inschriften aus dem Geheimraum und sie führen zum Dach. Muss ich wirklich den ganzen Weg da hoch? Höhenangst? Nein, ja. Die Energie scheint von hier zu kommen. Aber sie ist zu mächtig, um näher ranzugehen. Das ist eine heilige Lichtshow. Also, was soll ich machen? So schnell wie möglich wieder runtergehen. Sieht aus, als ob der Stromkreis das Buch unter und unten mit der Antenne verbindet. Ich denke, ich sollte diesen Stromkreis unterbrechen und dann die Antenne an den Blitzableiter anschließen, damit der Strom irgendwo hingehen kann. Also, wir müssen den Strom hier nicht, sondern da. Aber ich bin zu dumm heute dafür. Oder auch nicht. Autsch, meine Hand. Schau mal, Detective. Der Sturm klingt ab. Stell dir vor. Okay, wir sollten jetzt in der Lage sein, das Buch zu schließen.
Okay. Ich bin's klug. Ich sollte das Buch schließen, bevor ich Doris fragen gehe. Hä? Ach nee, wir sind ja schon hier. Null. Hm. Aha. Oh, all die coolen Geister weg. Find's Batman. Kofferraum ist gefüllt, aber ich verstehe immer noch nicht ganz, warum wir all diese Bücher mitnehmen mussten. Duli, die sind verboten. Schwere Schmuggelware. Dann haben wir eine Vereinbarung, Doris. Du bestrafst mich nicht wegen der Bücher. Ich verklage das Kind nicht für das Eindringen in den Schacht. Ich gehe wieder zurück an die Arbeit. Kein Spuk mehr. Sie sollten auch die Verkabelung reparieren lassen. Uff, na schön. Komm, Duli, fahren wir zurück aufs Revier. Wir sehen uns im Camp, Mr. Duli. Bis später, Dieven. All geschlossen. Disorient Express. Das trifft mich gerade, weil ich ja immer so desorientiert bin bei solchen Spielen. Da hat mich das jetzt so richtig geil erwischt. Oh. Eieiei. Bald Zusammenfassung. Duli hat mich wegen eines Notfalls zur U-Bahn-Station gerufen. Aber das Schöne ist auch, wir können hier einfach mal so sagen, wenn wir dann ihren Fall abgeschlossen haben, hier machen wir einen Cut, da brauchen wir uns keine Story merken. Wer hupt hier? Detective, da bist du ja. Ich bin sofort gekommen, als du angerufen hast. Was für ein Fall ist das? Nein, ich brauche nur einen Fahrer. Der Bahnhof ist geschlossen. Geschlossen? Ja, irgendein Geisterzug blockiert den Bahnsteig. Egal, lass uns fahren. Ein Geisterzug? Ja, Geisterzug. Wie auch immer. Wir müssen jetzt los. Sonst kommen wir zu spät zur Arbeit. Duli, es ist ein Geisterzug. Wir sind die Darkseid Division. Division. Denkst du nicht? Das versuche ich zu vermeiden. Das ist Detektivarbeit. Dann lass uns mal nachsehen. Na gut. Aber wenn wir die Gratis-Donuts auf dem Revier verpassen, kaufst du mir welche. Oh, Donuts könnte ich immer wieder. Oh. Zufall oder Chiffre? Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin, dass hier etwas so Seltsames passiert. Boah, das Gehupe, Alter. Entschuldigung. So, hier geht's nach oben. Scheint zu funktionieren, aber ich habe keine Münzen. Zeit, diese Dienstmarke einzusetzen und von meinen Polizeiprivilegien Gebrauch zu machen. Warum kann ich das? Ach so. Der meint das so. Okay, Logisch. Besonders da hinten mit H. Kann ich davon einen Screenshot machen? Warte mal, F12 war es, glaube ich. Jawohl. Sorry, Detective, die Schranke ist kaputt, aber wir müssen drunter durchkriechen. Können wir nicht zumindest drüber steigen? Nein, die Versicherung fürs Springen war zu hoch. Wir sind nur fürs langsame Kriechen abgesichert. Ein Cop zu sein hat nichts mit dem zu tun, was das Fernsehen verspricht. Oh, Oscar, der Muffel. Hört meine Lieder, Bullen sind mir zuwider. Sehe ich einen, wird mir schlecht.
Und ich muss sagen, das zu Recht. Wer ist der andere?